Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Jetzt kommt die absolute Kehlkopf-Töterstimme. Grimmigbeißer. So trifft man sich also wieder. Ich rieche bereits den Geruch des Gemetzels in der Luft. Es wundert mich nicht, euch hier im Zentrum des Wirbelsturms anzutreffen. Der Text, der da steht, ist ein wenig anders als der, der, naja, er gerade gesprochen hat. Aber egal. Oh je, wie viel habe ich nochmal gestehen? So sehen wir uns wieder, Anachron. Der Duft von Blut und Tod liegt in der Luft. Da konntet ihr nicht weit sein. Was führt euch hierher, Grimmigbeißer? Ich muss noch Delen loswerden, aber machen wir mal gleich. Als unsere Wege sich trennten, Anachron, wollte ich zu meinen Orden zurückkehren. Doch ich füge mich dem stillen Fürsten und erkenne, dass ich ihm in Niewinter zur Zeit am sinnvollsten dienen kann. Ich bin begierig darauf, die zu finden und hinzurichten, die den heulenden Tod in Niewinter freigesetzt haben. Tausende sind von dieser Krankheit dahingerafft worden, ihre Essenz gestohlen aus dem Griff des wahren Todes. Deswegen bin ich Fürst Naschas verzweifelten Ruf nach Söldnern gefolgt, nach Letzthafen zu kommen. Er ist auch ungeduldig, die auszuheben, die hinter dem heulenden Tod stecken. Okay, warte mal. Erstmal Delen loswerden. Na, ich komme besser allein zurecht. Ja, und so weiter. Tschüss. So. Ja, das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Was würde euch kosten? Muss ich seine Dienste wieder abrufen? Es kostet mich was? Nee, erstmal mit Aribev, der zieht besser. So seid ihr durch Aribev in den Dienst genommen worden? Als Aribev die Söldner rekrutierte, wurden alle im Voraus ihre Dienste bezahlt. Gut bezahlt. Fürst Naschas scheut keine Kosten dabei, diese Kultisten aufzuspüren. Unsere Anweisung war nur, uns denen anzubieten, die unsere Unterstützung brauchen. Nun, gibt es in diesem Sinne etwas, was ich für euch tun kann? Ich könnte einen Mönch an meiner Seite gebrauchen. Dann werden wir gemeinsam Tod und Verderben überall im Land sehen, auf unserer Suche die zu zerstören, die hinter dem heulenden Tod stecken. Ja, der gute Grimmigbeißer ist auch wieder von der Partie. Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Oh, ich glaube, ich habe seine Stimme doch ganz gut drauf. Ich möchte ein bisschen quatschen. Ein Gespräch ist sicher eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, bis der stille Fürst uns holen kommt. Worüber möchtet ihr sprechen? Bevor wir zusammen auf Reisen gehen, möchte ich etwas mehr über euch wissen. Ich bin ein Mönch des Ordens vom langen Tod, Anachron. Ich lebe nach den Bräuchen, Dogmen und Glaubenssätzen meines Ordens. Kurz gesagt, ich huldige dem Tod. Versteht, ich gebe nichts auf die kleinlichen Götter, die sich über den Bereich des Todes streiten und ihn beanspruchen, denn ich diene dem Tod selbst, dem stillen Fürsten, der uns alle regiert. Erzählt mir mehr über euren Ohren, Grimmigbeißer. Wir vom langen Tod trainieren, studieren und dienen unseren Meistern. Oh, verdammt, Entschuldigung, ich muss ein bisschen öfter schlucken jetzt. Wir suchen die dingliche Welt durch geistige Disziplin und das philosophische Verständnis des Todes zu überschreiten. Wir verehren die wahre Essenz des stillen Fürsten und wir ehren die Werkzeuge, die uns alle auf unser unvermeidlichen, unentrinnbares Ende vorbereitet. Pein, Leiden, Qualen und Schmerzen. Oh, verdammt, Hacke. Moment, ich trinke mal kurz einen Schluck Kinderpunsch. Ich habe eine neue Buddel da, die vielleicht bringt ja meinen Grinsen zurück, was Grimmigbeißer gerade übelst vertreibt. Ich müsste ihn kalt stellen, verdammt. Unsere Überzeugungen sind für die meisten schwer zu akzeptieren. Und der Orden des langen Todes hat viele mächtige Feinde. Über was für Feinde sprecht ihr? Unser Annehmen des stillen Fürsten hat uns mit vielen in Konflikt gebracht, die nicht die Schönheit des Todes verstehen. Viele fürchten ihr tödliches Ende. Für die meisten werden wir einfach Peine, Schmerzen, Qualen und Leid verwenden, um sie von dieser Angst zu befreien. Wir werden sie für die kalte Umarmung des stillen Fürsten vorbereiten. Aber es gibt die, die außerordentliches unternehmen, um ihrem Schicksal zu entrinnen. Sie verwenden üble Rituale und dunkle Nekromantie, um den stillen Fürsten das zu verweigern, was ihm zusteht. Ihr sprecht über die Untoten, richtig? Leichname und Zombies und dergleichen.
Untote sind üble, abscheuliche Kreaturen. Sie spotten der natürlichen Ordnung. Wir vom langen Tod sind im stetigen Zwist mit Nekromanten und ihren Geschöpfen. Ich habe aus erster Hand die Schrecken des Krieges gegen die Untoten erfahren, Anachon. Was meint ihr? Jetzt ist nicht die Zeit, von solchen Dingen zu sprechen. Unsere Aufgabe ist es, den Kult ausfindig zu machen, der hinter dem heulenden Tod steckt. Vielleicht finden wir später einen geeigneten Moment. Ja, ja. Kann ich in dem Moment ja noch ein bisschen was trinken? Ah, viel besser. Wie ich bereits erwähnte, verabscheut mein Orden die Gräuel all dessen, was untot ist, Anachon. Ich habe angedeutet, dass ich in der Bekämpfung solchen Übels erfahren bin. Ich bin nicht erpicht darauf, diese Erinnerungen hervorzuzerren, aber wenn wir zusammenstehen wollen, verdient ihr es, diese Geschichten zu hören. Was ist passiert? Kurz nachdem ich dem Orden des langen Todes beigetreten war, kam einer der Mönche mit schlechten Nachrichten zum Kloster zurück. Er hatte das Versteck eines mächtigen Leichnams gefunden. Unser Dienst am stillen Fürsten verlangt, dass wir eine solche Beleidigung des Todes zerstören. So zogen wir los, um die üble Kreatur zu vernichten und ihre unheilige Existenz zu beenden. Ich habe dem Leichnam nie selbst im Kampf gegenübergestanden, aber es war eine meiner zahlreichen Aufgaben, die Zombie- und Skelettdiener des Leichnams zu zerstören. Nie habe ich solchen Ekel oder Schrecken in einem Kampf verspürt. Ich dachte, ihr mögt das Töten und den Tod. Es liegt Schönheit im Tod. Der ausgezeichnete Schmerz, der Schreie eines verstümmelten Soldaten steigen auf, in einem glorreichen Anschwellen, bevor sie mit einer einzelnen Perfektnote von ewiger Stille enden. Das zuckende Leiden eines sich windenden Körpers wird in die großartige Wahrheit einer erstarrten Leiche verwandelt, die ewige Ruhe findet. Aber wenn die Leiche nicht ruhig ist, wenn der Tote weiterhin vorwärts stapft und stolpert in einer abartigen Karikatur des lebenden Fleisches, wo ist die Schönheit des Todes dann, Anachon? Ich wusste nicht, dass ihr so empfindlich seid. Mein Orden hat an jedem Tag Dutzende von Zombies in der Gruft getötet, Anachon. Ihre Körper lösten sich unter meinen Schlägen in einen Schauer aus verrottetem Fleisch auf, doch drängten sie unaufhaltsam weiter vor. Aber der wahre Schrecken sollte erst noch kommen. Vom hinteren Teil des Grabmals, wo die höchsten Mönche des Ordens den Leichnam selbst bekämpfen, strömten Wellen von dunkler Nekromantie über das Schlachtfeld. Einige meiner Gefährten waren im Kampf gefallen, und als der üble Zauberer ihre Leichen berührte, wankten sie wieder auf ihre Füße. Zombies unter dem Befehl des Feindes, den wir zu zerstören suchten. Ihr meint, ihr musstet einige eurer eigenen Gefährten töten? Wir fürchten den Tod nicht, Anachon. Und hätte ich meinen gefallenen Kameraden die Berührung des stillen Fürsten bringen können, hätte ich bei dieser Erinnerung nicht solche Abscheu gefühlt. Aber ein Zombie hat keinen Geist. Er spürt nichts. Der Schmerz, der reinigt und uns auf den Tod vorbereitet, hat keine Wirkung auf solch ein Wesen. Das Verstehen, dass es im Moment des Todes kommt, ist solchen Kreaturen auf ewig verwehrt. Ich zerstöre die belebten Klumpen Fleisch, die einst meine Brüder und Schwestern im Orden waren. Aber ich konnte sie nicht wirklich töten. Den Untoten kann solche Erlösung niemals zuteil werden. Und den geht erstmal eine Runde. Was war mit dem Leichnam? Der Leichnam wurde zerstört, ebenso die Scharen seiner Diener. Wie verbrannt? Nein, da ist ein Schreibfehler drin. Nicht wie, sondern wir. Wir verbrannten sein Lager, legten Feuer in der Gruft, sodass die dunkle Magie von dem heiligen Ort des Todes weggewaschen wurde. Doch auch wenn wir am Ende siegreich waren, der Preis war erschreckend. Das Grauen des Kampfes suchte mich noch immer heim, sowie das Schicksal meiner gefallenen Brüder und Schwestern aus dem Orden. Ah, er hat also doch auch so ein wenig Kollegialitätssinn. Ich bedauere, was mit den anderen Mönchen eures Ordens geschehen ist, grimmig Beißer. Ich danke euch für eure Worte, Anachon, obwohl ich bezweifle, dass ihr wirklich begreift. Ihr bringt Tod und Verderben, aber ihr versteht es nicht so wie wir vom langen Tod. Der wahre Schrecken dessen, was meinen Brüdern und Schwestern geschehen ist, ist zu grausam, um ihn zu verstehen. Aber ich habe geschworen, sie von den Qualen ihres Untodes zu befreien. Wie wollt ihr dies machen?
Ihr seid ein Diener des stillen Fürsten, Anachron. Ihr bringt Tod und Leid in die Welt. Doch auch so seid ihr kein Mitglied des langen Todes. Mein Orden hat Geheimnisse, die ich noch nicht bereit bin, mit euch zu teilen. Jetzt ist nicht die Zeit und so weiter und so fort. Wir müssen weitermachen. Ja. Wir machen jetzt weiter. Mein Orden hütet viele Geheimnisse, Anachron. Geheimnisse, die wir Außenstehenden nicht enthüllen. Doch ihr habt euch bereits als Freund des langen Todes erwiesen. Ihr habt mir geholfen, den Ring von Alagana. Habe ich ganz vergessen den Namen. Den Ring von Alagana zu finden. Ich glaube, ihr hättet mir sogar geholfen, ihr den Tod zu bringen, wenn sie noch am Leben gewesen wäre. Vielleicht könnt ihr meinem Orden noch einmal von Nutzen sein, denn ohne eure Hilfe fürchte ich, dass meine Brüder und Schwestern niemals ihren schrecklichen Schicksalen drinnen werden. Was wollt ihr von mir? Ich sollte erklären, was passierte, nachdem wir das Lager des Leichnams verbrannt haben. Die Leichen der Unsrigen, diejenigen, die sich gegen uns erhoben hatten, brachten wir zurück zum Kloster meines Ordens. Dort versuchten wir, die Rituale durchzuführen, um ihre Essenz von dem Fluch, der sie an ihre belebten Leichenband zu erlösen. Doch die Ketten des Untodes sind nicht so leicht zu durchbrechen. Die uralten Rituale erfordern seltsame Komponenten und wir hatten viele Verluste. Einige wenige konnten wir retten, doch die anderen bleiben im Untod gefangen, bis wir mehr von den nötigen Komponenten für das Ritual finden können. Was für Komponenten sucht ihr denn? Die Komponenten müssen aus der Gruft eines mächtigen untoten Monsters stammen, aber es muss etwas sein, das noch nicht von der Nekromantie der Kreatur beschmutzt wurde. Wir würden beispielsweise eine erhaltene Hand einer nicht belebten Leiche aus der Gruft einer Mumie benötigen. Nur die Kraft eines solchen Gegenstandes kann die Essenz meiner Brüder und Schwestern in den Griff des stillen Fürsten geben. Entschuldigt. Oh, ich muss einen Schluck trinken. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich krieg noch... Oh, ich glaube, meine Stimmbänder reißen. Ich werde weiter nach den Kultisten suchen, die hinter der Pest stecken. Ich habe geschworen, euch bei der Vernichtung derer zu helfen, die den stinkenden Odem des heulenden Todes in die Welt geblasen haben. Aber während dieser Aufgabe werde ich meine Suche nach einer mumifizierten Hand einer nicht belebten Leiche nicht aufgeben, sodass ich meine Brüder und Schwestern aus dem Untod erlösen kann. Ich habe hier eine mumifizierte Hand. Hilft sie euch weiter? Lasst mich sehen. Ja, sie könnte helfen. Der Schmutz des Untodes hat das verdorrte Fleisch dieses Körperteils noch nicht verdorben. Seht euch diese abgetrennte Hand an, Anachron. So wie das verwelkte Fleisch so straff und dünn geworden ist, dass es die zerbrechliche Perfektion der Knochen darunter zeigt, ist es nicht schön? Ich danke euch dafür, Anachron, im Namen des Ordens des langen Todes. Ich habe keine Belohnung, die ich euch geben könnte, außer dem Segen meines Ordens. Die Belohnung, die ihr anbietet, ist größer als ihr wisst, Grimmigbeißer. Ihr werdet bemerken, dass der Segen der Fähigkeiten des Amuletts, das ich euch gab, als ihr Alagandas Ring für mich gefunden habt, verstärkt. Ich danke euch, Anachron. Nun lasst uns zu der derzeitigen Aufgabe zurückkehren. Wir müssen uns noch um die, die hinter dem heulenden Tod stecken, kümmern. Gott im Himmel, endlich ist das auch fertig. Ja, Grimmigbeißer, ich möchte mich von dir trennen. Ja, wir können dem gesamten Norden Tod und Verderben bringen. Aber nein, danke. Danke, danke, nein, danke.